Dieser Bund aus verschiedensten Völkern kämpft vereint für Freiheit, Ehre und Ruhm. Kürzlich ist eine Horde-Expedition zu einer unerforschten Insel verschollen. Als neuer Rekrut seid ihr Teil einer Rettungsmission, die von Orgrimmar aufbricht. Bringt die Expeditionsmitglieder sicher nach Hause. Für die Horde! Aufpassen! Wir sind fast bei der Insel. Für die Horde! Wir müssen auf alles gefasst sein. Zeigt mir euer Können im Kampf. Gute Arbeit. Als nächstes... Regen? Davon haben die Schamanen nichts... Rock wird mit euch üben. Ich muss mit der Besatzung über den Regen sprechen. Wir retten die Expedition. Ich gehe in Position. Schlagt schnell und hart zu. Lauft nie vor dem Gegner fort. Die Augen immer zum Gegner. Ihr gewinnt. Eure Kraft wird unserer Mission dienen. Bleibt stark, bleibt stolz. Für die Horde, Kriegsherrin! Dieser Sturm überwältigt uns. Festhalten, Soldaten! Die Horde lässt niemanden zurück. Konzentriert euch auf unsere Mission. Lasst uns... Ihr habt überlebt. Wir müssen uns sofort sammeln. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition... Holt unsere Vorräte, aber übernehmt euch nicht bei den Murlocs. In Gruppen sind sie gefährlich. Die Horde lässt niemanden zurück. Bleibt wachsam. Überall lauert Gefahr.
muss näher ran. Danke. Wir finden die Expedition schon noch. Dieser Sturm war definitiv unnatürlich. Ganz schöner Sturm. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Ihr drei, sucht nach Überlebenden. Rekrut, wir stoßen weiter vor. So hungrig. Wonsa! Die Horde lässt niemanden zurück. Shuya hat gesagt, ihr würdet kommen. Sie ist meine Tochter. Nichts hält mich von ihr fern. Als Soldatin der Horde weiß sie, dass wir niemanden zurücklassen. Das ist zu weit entfernt. Auch ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Am Hinterhalt. Stacheleber. Esst erst. Ich lasse euch nicht verhungern. Was habt ihr denn? Mögen die Geister mit Wir sehen euch im Norden nach, was die anderen gefunden haben. Wonsa, ruht euch aus, bevor ihr zu uns stoßt. Dann bis später. Eure Tochter hatte recht mit euch. Die Horde lässt ihre Soldaten nie zurück. Und ich nicht meine Tochter. Ah, gut, dass ihr da seid. Diese Stacheleber führen ein schändliches Ritual durch.
Mithran Dämmersucher, zu euren Diensten. Ich zeige euch die Grundlagen so schnell ich kann. Passt gut auf. So, das muss fürs Erste genügen. Also sucht euch ein Tier und zähmt es. Die ewige Sonne leitet uns. Passt gut auf euch auf. Los jetzt! Bewegung! Diese Monster haben meine Tochter. Shuya? Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie entkommen. Das hoffe ich. Sie ist selten so vorsichtig. Eindringlinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Neues Opfer. Opfer für Ritual. Kein Ziel. Für das Ritual. Eindringlinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Und deswegen setze ich immer auf die Horde. Verschwinden wir! Ihr seid Kriegsherrin Brekka, Shuyas Mutter. Sie hat gesagt, ihr kommt uns retten. Hier ist es nicht sicher. Natürlich wendet ihr euch an mich. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Aber ich kann es rausfinden. Sehen uns später! Das hier ist eine Mini-Version des Turbo-Holperers MK5. Ich entschrumpfe sie eben. Ist jetzt vielleicht etwas zu groß. Moment! Ah, perfekt! Nicht so hübsch, aber genau, was wir brauchen. Könnt ihr mich hören? Die Kamera scheint prima zu funktionieren. Warum muss jemand da hoch, wenn da eine Kamera drin ist? Ich brauche einen Plan B für den Fall, dass euer Rekrut darunter fällt. Hä? Nimmt er
das immer noch auf? Hey, Rekrut! Eure Einwilligung bedeutet, ihr seid auch haftbar. Ruhe! Ich sehe etwas. Wir werden euch die Seele nehmen und den Drachen wecken. Feiglinge! Bald spürt ihr die volle Macht der Horde! Ha! Unser Drache wird sie zermalmen! Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente! Die holen einen Drachen von den Toten zurück? Meint ihr, zum Fliehen ist es zu spät? Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Sucht uns einen Weg durch diese Untoten. Ihr sagt springen und ich pack die Raketenstiefel aus. Wie wär's mit einem riesigen Eber? Meinetwegen, aber schnell. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. Ihr braucht's, ich hab's. Wirklich schön Geschenk. Ich hab einen riesigen Eber versprochen. Jetzt müssen wir auch dazu stehen. Jetzt mal. Ich bin außer Reichweite. Ohohoho. Wer das kann, braucht keinen riesigen Eber. Hier, nochmal. So habe ich mir das vorgestellt. Melden wir uns bei Grimaxt. Konzentriert euch auf unsere Mission. Bereit, etwas Gold zu verdienen? Haut rein, wenn ihr diese Zombies in die Luft sprengt. Denkt daran, dass das Patent mir gehört. Noch, was ich über Haftpflicht gesagt habe? Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Mutter, ich habe versagt. Die Horde. Durchhalten, Shuya! Rekrut, mir nach! Lokta Ogar! Verdammte Ogar! Kümmern wir uns um Shuya. Mutter, ich habe versucht, die Oger aufzuhalten, aber ich war nicht stark genug. Shuya, die Horde ist nur stark, wenn wir gemeinsam kämpfen. Und nun, sag mir, was hier passiert ist. Ich werde tun, was nötig ist. Zu Befehl! Die Oger wollen durch Nekromantie einen toten Drachen erwecken.
Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Es hat schon begonnen. Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir handeln. Denkt daran, mit vereinten Kräften bezwingt die Horde jede Herausforderung. Wir beenden diese Rituale, bevor die Oger sie abschließen können. Loktar Ogar! Diese Oger werden vor der Horde erzittern! Wie geht's denn so, Mann? Haltet euch vom Voodoo fern. Grüße, Mann. Mögen die Geister mit euch sein. Zusammen machen wir die Ritual. Wer ihr seid denn? Später. Ob diese Insel mich das Leben kosten wird. Vielleicht können wir eins dieser Rituale finden. Finstere Grube, finstere Magie. Ich glaube, wir haben das Ritual gefunden. Willkommen bei der Party. Ihr seid die letzte Hoffnung der Überlebenden. Nur kein Druck. Und haltet unbedingt das Ritual auf.
Ein Rettungstrupp. Erdenmutter, zeigt ihnen den Weg. Ich werde eure Lebenskraft ernten. Und dann werden die, die mich eingeschlossen haben, brennen. Die Insel schreit vor Schmerzen. Ich habe kein Ziel. Ihr werdet Brennholz für die Flamme. Ich danke euch. Ich bringe uns in Sicherheit. Steigt auf. Anche, bewache und beschütze uns. Magie hat diesen Ort verheert. Oh, gut. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Überlebenden gerettet und alle Spinnen platt gemacht. Diese Spinnen haben unverdient ihr Zuhause verloren. Tja, wenn ihr es so sagen wollt. Habt ihr ein Problem mit Spinnen, Bonzer? Schon mal die Spinnen gesehen, mit denen wir Trolle uns rumschlagen müssen? Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Tja, dachte ich mir. Die Horde wird siegen. Ich stoße zu Bo bei den Harpiennestern im Norden. Trefft mich dort. Sie scheinen einen Verlassenen für das Ritual gefangen zu haben. Beharrlichkeit kann jeden Kampf gewinnen. Bleibt bereit. Passt auf euch auf. Wir müssen die anderen retten. Ich werde eine Schneise durch diese Harpien schlagen. Ich bin dabei. Das ist zu weit entfernt. Auch ein Zimmer.
Lust auf verbotene Magie? Wir sehen uns. Nekromantie! Ein feine Schande, diesen faszinierenden Zauber zu brechen. Haltet ihr die Habien vom Leib! Ich habe kein Ziel. Stärke erwächst. Ich gebe euch Deckung. Vernichten wir sie. Ihr kämpft nicht allein. Loktaoga! Etwas Großes kommt auf uns zu. Wir kämpfen zusammen. Für die Horde! Uns aus dem Staub, ja? Halt immer noch auf. Ein Ziel. Ist noch nicht bereit. Interesse an ein paar kleinen Experimenten. Ein wachsamer Geist ist ein starker Geist. Lasst euch nicht aus der Ruhe. Die Horde wird siegen. Gut gekämpft. Ein weiterer Schritt zum Sieg über diese jämmerlichen Oger.
verteidige das Licht. Und die üble Magie, die mich hier festhält. Ich habe versucht, diese Rituale zu unterbinden. Aber die Oger halten mich fest, stehlen meine Macht. Befreit mich, damit ich mich erholen und euch von meiner Macht geben kann. Der Zauber wird schwächer. Das Licht kehrt zu mir zurück. Oh, Freiheit. Meinen tief empfundenen Dank. Nehmt meinen Segen und setzt der Nekromantie, die diese Insel plagt, ein Ende.